of green. Tiny houses, Kanuverleih. Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. Juhu! Angekommen! So, wo sind wir denn hier? Im Wald? Richtig, im Wald. Und da hinten schießt schon der Förster, glaube ich, die Rehe. Also, mitten im Wald. Wir sind bei Land of Green. Das stimmt, wenn ich das mal so drehe, dann sieht man das. Und was machen wir hier? Auch das kann man schon erahnen. Diesmal keine Schneeballschlacht. Genau. Wir sind nämlich hier bei Land of Green und Land of Green ist dafür bekannt, dass hier auf diesem Gelände eine Vielzahl von Tinyhäusern steht. Man sieht das hier auch schon, glaube ich, ganz gut. Unterschiedlichste Tinyhäuser, die haben ein sehr witziges Konzept, denn die haben unterschiedliche Hersteller von Tinyhäusern angefragt. Und hier gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene von unterschiedlichen Herstellern. So, wir gucken uns das jetzt mal an. Ganz leicht auf. Wisst ihr noch das letzte Haus? Oh, eine Fußmatte. Oh, wir haben eine Fußmatte. Hab ich schon mal gemerkt. Cool. Und wie sieht's aus? Ganz Sofa. Anders. Sofa. Ein Sofa. Ein Tisch. Eine richtige Küche und ein Kühlschrank. Ja, es sieht viel mehr aus wie... Und noch ein Tisch. Ja, wie so ein kleines... Privathäuschen, ne? Wow! Das ist ja hier auch jetzt unter einem anderen Aspekt, denn dieses Tiny House kann man ja auch so direkt bestellen und kaufen. Ich glaube, es kostet 86.000 Euro. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen Geld. Aber... Es ist ja auch dann wirklich so ein bisschen wie so eine kleine Ausstellung von Tiny Häuser. Und man kann sich hier unterschiedliche Tiny Häuser angucken und Probe wohnen. Das ist ziemlich cool. So, das ist wirklich cool. Also die haben einfach ein bisschen hier dekoriert auch, ne? Eine Kerze, diese Bildchen, dann so eine Ablagen. Und wisst ihr, was in keinem gut ausgestatteten Tiny House fehlen darf? Ein Teppanyaki-Grill. Ist doch klar. Oh Mann, Susi hat Wandhaken. Ja, okay. Schön. Ja. Ach, guck mal, es ist wohnlich, ja? Einfach nur durch ein bisschen... Hier steckt... Du kannst sogar rausfinden, von wem diese... Kunst ist. Hallo, Papi! Was ist das denn? Hier, komm mal nach oben. Hier sieht's super aus. Doppelbetten hier oben. Okay. Zwei Bette. Das ist mega schön. Oh, guck mal, man kann es auch... Oh, es flackert. Aber gut, man kann es auch richtig gemütlich machen hier. Haben wir Fußbodenheizung, sag mal? Es fühlt sich warm an, ne? Es fühlt sich warm an den Füßen an. Ja, das kann sein, dass hier eine... Guck mal, hier hängt auch so Technik rum. Nicht dein Ernst. Stimmt, guck mal, hier ist die Heizung über den Fußboden. Ach Quatsch. Wir haben keine, ja. Ja, das ist smart. Das ist smart, stimmt. Und guck mal, ja, das ist ja ganz cool gemacht, dass hier noch so Schränke sind. Hier so kleine Spielsachen und so ein Kram. Boah, und hier ist dann auch sowas. So ein Kleidraum, die zum Putzen, Jacken cool. aufnehmen. Wow. Cool. Muss einen Augenblick warten. Ah. Oh, das ist eine Das ist zum Schminken. Das ist ein Spiegel mit Bewegungsmelder. Ja, hier ich glaube, der geht automatisch an. Guck mal hier. Ha? Hier ist Licht, wo es sein soll. Was
zwei Wölfe beim Kanzler. Was soll das bedeuten? Der Mann ist hier gerade mit dem Telefon vorbeigegangen und hat das gesagt. Ja, das war der Förster, glaube ich. Ich habe ja auch vorhin gesagt, hier hat schon einer geschossen. Also wir sind hier wohl so sehr in der Natur, dass hier wohl Wölfe frei rumlaufen sollen. Oh, ich habe Angst. Vielleicht bleiben wir einfach das ganze Wochenende hier drin. Also Lotti, du brauchst keine Angst haben. Wenn, hat Mama nur irgendwie Angst, weil Mama ist hier nämlich das Rotkäppchen. Warum? Warum ist Mama Rotkäppchen? Jetzt wird es spannend. Da geht's auch lang. Echt jetzt? Ja. Ach, und du suchst dir gleich wieder das große Bett aus, wa? Okay, hier ist das Doppelbett. Und die andere Seite ist auch schön. Und hier ist eine Koje. Hier ist nochmal ein Einzelbett. Ja, das ist sehr, sehr gemütlich hier oben. Sehr cool. Gefällt's dir? Ja. Mir auch. Und was passiert bei den Lichtschaltern? Oh, hier kann man sogar das Licht an- und ausmachen. Nicht so wie in der alten Butze. Und guck mal hier hin. Schön hier oben, ne? Ja. Mir gefällt das auch sehr gut. Dann gehen wir mal wieder runter. Sehr gemütlich. Wir wollen ja und haben wir hier auch so eine Wutenbeleuchtung? Oh, guck mal, hier haben wir auch so eine Beleuchtung. Ja, schön hell. Es ist ja die gleiche Größe, ne? Ich jetzt? Ja, vom Tiny House ist es die gleiche Größe, aber hier sieht man mal, dass es viel besser umgebaut ist. Und vor allen Dingen, was mir spontan sofort gefällt, sind die warmen Füße. Ja. Denn hier haben wir eine Fußbodenheizung und man merkt gleich, der ganze Raum ist schön warm und die Füße sind schön warm. Ja. Das war mit dieser Infrarotheizung von der Decke bei Weitem nicht so gut. Und wollt ihr mal sehen, was mir gefällt? Guck mal, sie tun auch was fürs Raumklima. Ich vermute mal, die meisten von euch werden es wieder erkannt haben. Wir sind schon wieder in einem Tiny House. Wie konnte das passieren? Ja, wir sind immer noch dabei, Tiny Häuser zu testen und zu gucken, ob das für uns ein geeignetes Konzept ist, ob wir uns vorstellen können, auch in Zukunft selber in einem Tiny House zu wohnen. Gerade als Familie ist das ja nicht ganz so einfach. Man muss ja immer schauen, ob man dann halt natürlich auch mit den Platzverhältnissen hinkommt und ob einem jemand nervt oder nicht. Also dich meine ich jetzt zum Beispiel. Ich meine ja nur. Du hast mich schon mal abends, morgens genervt. Das stimmt. Heute Morgen. Heute Morgen. Das stimmt. Ja, erster Eindruck. Also mir gefällt die Raumaufteilung hier viel, viel besser. Ja. Das ist irgendwie, wirkt es, als hätte man mehr Platz. Ich weiß auch nicht. Ja. Und was mir auch sofort aufgefallen ist, man hat viel mehr Möglichkeiten, Sachen irgendwo hinzutun, Staumöglichkeiten. Es ist hübsch eingerichtet, ja, es ist nicht so ganz so anonym, sage ich mal. Das ist anonym. Ja, das heißt, dass da gar keine Bilder und keine Deko und gar nichts drin sind. Es sieht nicht so aus, als wenn es ein Objekt ist, was vermietet wird, sondern als wenn wir uns das von Freunden mal eben ausgeliehen haben. Das stimmt. So wirkt es. Genau. Und, Leute, das ist so verrückt, wir haben zwei Tische hier. Den, genau, wir haben einen richtigen Esstisch hier und wir haben einen Couchtisch. Ja. Das ist großartig. Wir haben eine Fläche, wo wir auch unser kleines Heimkino nachher starten können, denn wir haben unseren Beamer mitgenommen. Deswegen wird es noch ein Heimkino heute Abend geben. Sehr schön. Und was mir am besten gefällt, muss ich wirklich sagen, und ich war ja letztes Mal schon so begeistert von dieser Infrarotheizung, aber am Ende dann doch ein bisschen enttäuscht und ich habe auch gefroren. Ja. Aber hier, du kommst rein, hast sofort warme Füße. Es ist so eine schöne, angenehme Wärme. Man friert hier gar nicht drin, außer dass ich hier immer noch meine Mütze aufhabe. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht sind es auch die Farben, die dann halt nochmal so warm strahlen, diese Lampen. Also es wirkt alles sehr, sehr schön warm. Und vor allen Dingen, mir ist auch warm. Ich habe auch warme Füße.
Ja. Die Umgebung draußen, die zeigen wir euch noch. Ist aber auch sehr hübsch hier. Absolut. Land of Green ist ein Ausdruck, der oft verwendet wird, um Orte zu beschreiben, die reich an natürlicher Schönheit sind. Der Ausdruck beschreibt ein Land, das von grünen Landschaften und üppiger Vegetation geprägt ist. Unser Tiny House steht am Waldrand, hoch im Norden zwischen Hamburg und Bremen. Auf dem Gelände von Land of Green, mitten in der Natur, umrahmt von Wald und Wiesen. Und es fühlt sich wieder nach Freiheit an, fast wieder wie auf Tour zu sein, ein kleines Abenteuer. Und ja, hier in der Gegend sollen vor kurzem auch noch freilaufende Wölfe gesichtet worden sein. Wir schauen also nicht nur auf die Natur, sondern wir sind wieder ein Teil davon. Das wäre eben wieder cool. Mit den Rotburen. Mit der Kleinen dann. Ja. Tschüss. Da war dieses Mädchen eben. Hast du sie auch gesehen? Nee. Leider nicht. Ich habe gehört, die hat einen geilen Arsch. Nee, ich bin hier auf jeden Fall gerade übers Gelände gelaufen. Also Lotti und ich, wir sind hier übers Gelände gelaufen. Und was ja das Charmante natürlich auch an dieser Art von Wohnen und vielleicht auch Urlaub machen ist, ist die Tatsache, dass man hier ringsum in den anderen Häusern auch Gleichgesinnte hat. Ne? Also ich bin hier von einem Haus zum anderen gelatscht und... Hast du dich aufgedrängt, ne? Und musste hier bei jedem Haus stehen bleiben und quatschen. Das ist sehr spannend und natürlich aber auch sehr, sehr charmant. Aber jetzt heißt es erstmal für Lotti... Boxen. Na ja, gut. Und dann Haya Popaya, ne? Deswegen. Gar nicht. Was? Ich dachte, wir gehen noch raus. Ja. Hast du nicht gesagt, hier brennt noch irgendwo ein Feuer? Okay, das gucken wir uns noch an. Aber dann heißt es aber auch, ne? Also nicht abschalten, sondern irgendwie, ich mach kurz nur die Blende und dann sehen wir uns morgen früh. Ein ganzes Bett für mich. Wie lange hatte ich das denn schon nicht mehr? Es ist so schön. Und vor allen Dingen, Leute, es sind ja die Details, ne? Guck mal. Hier ist auch so ein kleines Tischchen. Kann ich jetzt mein Handy reinwerfen? Es ist doch einfach mitgedacht, ne? Und vor allen Dingen, ich kann jetzt hier noch schön schlafen. Relativ lange. Und wenn die beiden Damen dann morgen früh wach sind, dann kann ich hier das kleine Fenster aufschieben und sagen, hey, mach mal einen Kaffee und bring den hoch. Und dann kann ich das wieder zumachen und dann warte ich, bis mir der Kaffee gebracht wird. Hallo, warum wird da gelacht? Meinst du das eher? Ja. So. Was für ein schöner Tag, was für ein schönes Tiny House. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Bis morgen früh. Macht es gut. Und wisst ihr, was auch ziemlich geil ist? Hier, guck mal, Bluetooth-Radio im Haus. Cool, oder?
Es gibt Frühstück. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie habt ihr geschlafen? Du hast so ausgeschlafen, ha? Ja, ich habe ein bisschen ausgeschlafen. Also wir waren 6:30 wach. Ah. Naja. Ja, es ist schön angenehm da oben in der Höhle. Wobei Susi heute Morgen zu mir gesagt hat, in der alten Hütte war ein etwas besseres Raumklima. Ja, das ist hier, also ich bin aufgewacht und es war irgendwie alles ganz trocken und ich musste erstmal einen Schluck Wasser trinken. Also die Hitze steigt auch hier nach oben, klar. Und ich habe dann ein Fenster aufgemacht, hat so mittelmäßig geholfen. Aber es ist insgesamt, ne, man merkt schon, dass es hier nicht mit Holz verkleidet ist drin, ne? Es ist ein anderes Raumklima. Das stimmt und es fehlt natürlich auch so ein bisschen dieser angenehme und schöne Holzgeruch in der Luft. Das war bei der anderen Hütte auf jeden Fall viel schöner. Aber was mich wirklich beeindruckt ist, man hat hier überhaupt kein Feuchtigkeitsproblem. Also nichts an den Fenstern. Weder durchs Kochen noch hier durch Schlafen oder so. Es ist alles sehr, sehr trocken, aber es ist halt auch so, wie Susi gesagt hat, sehr, sehr trockene Luft dadurch. Ja. Hat halt Vor- und Nachteile, ne? Möchtest du Milch haben noch? Ja. Ja, das mal gucken, ob das jetzt geht. Das Schöne an so einem Tiny House ist. Man sitzt immer im Weg. Das Schöne an so einem Tiny House ist ja alles so tiny, dass man halt überall auch schnell rankommt. So, wir frühstücken jetzt hier erstmal lecker. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen das Gelände erkunden. Nee, ich. Du? Wir alle. Ich will mich auch noch umgucken. Aber ich dachte, ich werde allein mit dir. Wir wollen noch die Wölfe suchen. Oder? Du frühstückst also schon? Ja, der Toast lässt auf dich warten. Ah, naja, gut. Aber sie sind gut ausgestattet, ne? Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, die Teppanyaki-Grill. Bedrucktes Geschirr. Also das ist ja mal nochmal die Krönung des Ganzen. Ja. Ne, überall ist hier nochmal so ein kleines Logo drauf zu sehen. Es sind die kleinen Details. Und da muss man einfach sagen, hier ist bedeutend mehr Liebe in der ganzen Geschichte. Die haben auch nicht viel mehr Vorsprung, weil das Gelände gibt es seit 2019. Ja, was heißt Liebe? Da hat sich jemand Gedanken gemacht, was Urlauber brauchen, auch wenn sie nur 2 Tage hier sind. Absolut, also, das stimmt. Das stimmt. Ja, wir zeigen euch gleich mal allein die Abtropfmatte zum Geschirrspülen, ja. Die ist schon auf jeden Fall ein kleiner Kracher. So eine habe ich auch noch nicht gesehen. Die ist bestimmt auch cool für Camper. Ja, absolut. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Also für uns. Ich muss noch warten. Der Uhu ruft, der Specht ist am Knattern und ich währenddessen hier am Kackern. Geht es geiler, Leute? Das ist ja wohl der Oberhammer hier. Okay, jetzt probiere ich natürlich auch hier mal die Dusche aus. Es ist jetzt keine Astronautendusche, aber mal gucken, ob es zum Erlebnis wird. Ha, hast du nicht was vergessen? Was denn? Duschkiel? Oh, ja, stimmt. Ja, und was soll ich sagen? Na, hier im Bad, da geht Susi einer ab, denn hier sind überall Wandhaken und hier so kleine Handtuchhalter, kleine Gimmicks verbaut. Also hier hat man überhaupt kein Problem, mal eben sein Handtuch irgendwo hinzuhängen. Selbst das Nasse, das ist schon ein gewisser Mehrwert. Da geht Susi einer ab, ja? Ja. Okay. Ich gehe jetzt mal duschen. Ja, für Zeit. Was ist das denn hier? Shampoo? Seife und Körperwaschlotion. Ja gut, also mit meinen wallenden Haaren muss ich auf jeden Fall Shampoo nehmen, oder? Hallo. Bodywash natürlich. Was? Ach so. Oh, aber das klingt so gut hier. Das ist ja Lavendel, Sandelholz. Ja, go for it. Also, hallo. Ist es warm? Ja, es ist schön warm, aber es ist nicht ganz das Astronautenduschgefühl. Aber es ist trotzdem okay. Und vor allem, wenn ich mich drehe, kann ich nach da in den Wald gucken. Und das ist ja wohl der Oberhammer. Hm.
auch ein Tabuch, ne? Also dann teilst du dir das hier. Verdammt, hier gibt es ja auch noch so unterschiedliche Aufgüsse. Na klar. Oh, ja, aber es ist ja jetzt schon ausgebucht. Wir können ja jetzt gar nicht mehr buchen, weil ich glaube, es war nur noch Sonntag frei. Ja, also morgen ist dreimal Sauna. Ja, ja. Im Mietvertrag stand ja Land of Green, aber nicht Land of Sonnenschein. Entsprechend haben wir jetzt leider hier ein bisschen Regen. Hier auf dem Gelände kann man sich übrigens nicht nur Tiny-Häuser mieten, sondern auch ein Baumhaus. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie sieht denn das Baumhaus aus, oder? Tja, da würde man ja schon mal gerne reingucken wollen, ne? Sieht ja schon cool aus. Ach, wisst ihr was? Wir gehen einfach mal klopfen, oder? Ich bin einmal ganz hochgekraxelt. Guckt euch das mal an. Die haben hier eine Badewanne auf der Terrasse und eine kleine Sitzgruppe mit wunderschönem Blick in die Natur, ins Land of Green. Und eine Badewanne, ist das geil? So sieht's also in den Baumhäusern aus. Ist es nicht schön? Es ist schon schön. Also es ist eine lustige Idee hier. Definitiv. Das Wetter könnte natürlich schöner sein. Da haben wir jetzt gerade ein bisschen Baustelle und ehrlich gesagt würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt in die Badewanne da oben legen wollen, wenn es hier so ein bisschen mieselt und nicht so gutes Wetter ist. Aber wir gucken mal trotzdem weiter, was wir hier noch so zu sehen kriegen, ne? Ob man hier noch sich irgendwas angucken kann. Ob wir noch irgendwo klopfen einfach. Mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Hier müssen wir das Türchen zumachen, weil die Baumhäuser natürlich nur einen privaten Zugang haben. Zutritt nur für die Baumhäuser. Und hier wird noch eine Menge gebaut. Ihr seht das schon. Hier sollen wohl überall noch Tiny-Häuser hinkommen. Aber die Idee selber ist natürlich, ich glaube, ich habe schon gesagt, richtig genial, einfach unterschiedliche Hersteller anzufragen, die hier ihre Häuser präsentieren können. Und dann hat man auch die Möglichkeit, in unterschiedlichen Tiny-Häusern oder Mini-Häusern zu wohnen. Ich fühle mich wie ein kleiner streunender Hund. Das wollte ich eigentlich nur damit symbolisieren. Ja, wir streunern hier ein bisschen über das Gelände und schauen uns die ganzen Tiny-Häuser an, die hier stehen. Und es ist schon erstaunlich, wie individuell man auf so kleiner Fläche doch gestalten kann. Oder? Ja, und versuchen kann zu wohnen. Ja. Also August hier hinter uns, guckt euch mal an, wie kurz der ist. Ja, August ist sehr, sehr kurz. Sehr minimalistisch. Wir haben gerade mal reingeluschert. Soll man nicht machen, aber das ist gerade unbewohnt, also haben wir es doch gemacht. Ja. Und da ist auch schlafen oben, hier nur eine Couch hinten, eine Küchenzeile an einer Wand. Wir vermuten, das ist nicht wintertauglich. Sieht nicht so aus. Ja, aber das ist sehr, sehr klein und
zum dauerhaft Wohnen wäre das nichts für mich. Das ist zu klein. Absolut, das denke ich auch. Ja, aber hier stehen auch ein paar andere. Also eins hatten wir gerade gesehen, das zeigen wir gleich nochmal, das sieht fast aus wie so ein Zirkuswagen. Also da ist auch so eine Art Slide-Out, aber nicht in neu. Also sieht recht alt aus, das Gestell. Ja, es ist wahrscheinlich der älteste Wagen hier. Grundsätzlich ist ja jeder Wagen hier von einem anderen Hersteller gebaut. Mhm. Und was ganz charmant ist, eigentlich hängen hier an diesen Häusern auch immer so kleine Schautafeln, wo man dann halt auch alle Details über die Tiny-Häuser erfahren kann, wo man dann auch lesen und sehen kann, wie schwer das Ding ist, wie was so verbaut ist, welche Technik verbaut ist, die Ausstattung, ob Heizungen drin verbaut sind, genau. Also das ist... Ja. Aber es ist tatsächlich natürlich ein Hotelbetrieb hier, deswegen soll man die Gäste hier auch in Ruhe lassen, nicht so reinluschern, aber... halten wir uns natürlich nicht dran. Alle, die wir treffen, die quatschen wir an und fragen, wie es ihnen gefällt. Ja, leider ist jetzt hier gerade keiner. Nee, die sind alle weg. Die sind alle im Hotpot oder so. Ja. Es gibt aber, haben wir gelesen, einen Tag der offenen Tür. Und da kann man auch in alle Tiny Häuser mal rein. Müsst ihr euch mal angucken. Bei Land of Green auf der Webseite findet ihr die Daten. Mhm. So sieht's aus. Meine Mutter, die hat immer gesagt, Junge, auf zu jammern, es gibt kein schlechtes Wetter. Und vermutlich hatte sie auch recht. Es kommt ja immer drauf an, wo man bei so einem schlechten Wetter ist. Und was kann es da Schöneres geben, als eine Fußbodenheizung, einen heißen Tee auf dem Schoß und den Blick durch ein richtig großes Fenster in die Natur. Das ist für mich sowieso auch immer der absolute Mehrwert. Ich fühle mich sowohl im Wohnmobil, Wohnwagen, Camper, Boot oder Tiny House einfach näher an der Natur. Man sagt ja immer so platt, naturverbunden. Aber das stimmt ja auch irgendwie. Alles fühlt sich ein bisschen intensiver an. Wir sind umgeben von der Schönheit und den Wundern der Natur und finden uns in einem Zustand der Dankbarkeit und Demut wieder. Wir erkennen, dass unsere Zeit begrenzt ist und dass wir jeden Moment schätzen sollten. Und dann schauen wir uns um und sehen lauter Gleichgesinnte mit den gleichen Gefühlen, den gleichen Themen, den gleichen Ideen. Übrigens an der Stelle vielen, vielen Dank für diesen schönen Abend. Ja, und das zeigt uns doch wieder, dass wir uns verändern müssen. Ob jetzt im Wohnmobil, Tiny House, Boot oder. Diese Frage, die müssen wir uns noch selber beantworten. Und ja, was würde meine Mutter an der Stelle jetzt sagen? Vermutlich, ja, da man tau. So, wir gucken uns jetzt mal schnell das Tiny House Sophie an, denn wir haben mal geklopft und gefragt, dürfen wir uns das mal angucken. Also, marschieren wir mal kurz hier in das Tiny House. Heute ist auch Abreisetag. Entsprechend ist da jetzt auch, glaube ich, gar keiner mehr drin. Beziehungsweise haben die uns extra freundlicherweise den Schlüssel hier drin gelassen. Und jetzt können wir mal kurz einen Blick wagen, wie das hier drin so aussieht. Ja, das ist ja auch niedlich, oder? Ist auch niedlich, ne? Ich stelle mich mal auf die Matte. Ja. Guck mal, was die für eine hübsche Couch hier haben. Ja, die Couch ist... Und sie haben einen Fernseher, ne? Ja. Einen großen sogar. Und da oben schläft man dann. Ja, sehr süß. Oder? Nee, ist eine normale. Sehr designte Dusche. Mach mal schnell das Licht ab. Das ist also sehr stylisch. Ja, und hier auf der Empore haben wir das kleine Bettchen. Hallo. Boah, das ist super stylisch. Ja, ne? Total cool, gefällt mir richtig von den Farben. Das ist cool, weil es halt echt unpraktisch ist, weil man ein bisschen größer ist. Ja. Wenn du mal guckst, rechts und links, das ist unterschiedlich, der Winkel vom Dach. Und ich habe quasi da in dieser Schräge geschlafen und das ist halt echt ein bisschen eng. Und ich denke mir, warum haben sie das andere auf der anderen Seite auch nicht auch ein bisschen steiler gemacht? Ne? Ja, verstehe. Ach ja, zwei unterschiedliche Dachwinkel hier, ne? Ja. Ja. Das stimmt. Also ein bisschen... Optimierungspotenzial hat das Tiny House. Ja. Und auf den Bildern fehlte tatsächlich ein Teil. Also Couch ist eigentlich die Couch ist eigentlich ein Dreier.
Und das finden wir tatsächlich schade. Ja. Ja. Weil wir eigentlich das Tiny House tatsächlich aufgrund der großen Couch gewählt haben. Ja, so musstet ihr abends kuscheln, ne? Das ist hart. Nein. Also wegen seiner Länge ist es halt immer, weil der so groß ist. Ja, total. Das ist immer ein bisschen doof. Habt ihr diesen süßen Ofen angehabt? Diesen Elektroofen? Kurz einmal getastet. Hier, den habe ich gar nicht gesehen, stimmt. Du hast hier so Fächer. Das war eigentlich ziemlich cool, da hast du Fächer. Und jetzt kannst du den hier rüberschieben. Und dann hast du hier Hinterhalt. Kleiderschrank. Ah, okay, ja, das ist cool. Und hier? Das stimmt. Hier hast du so eine Art Besenschrank hier hinter. Nee, so ein Minischrank. Ich hab schon den Raum, den sie haben. Also, das ist eigentlich echt cool genutzt. Ja, okay. Ja. Deswegen, also, die haben das schon ganz sinnvoll gemacht. Ja, spannend. Ja, aber ist echt vom Holz her und der Fußboden sieht auch total schön aus. Ja, den fand ich auch tatsächlich sehr cool. Nicht schlecht. Habt ihr gekocht hier drin? Nein, ich hatte vorher gekocht und wir haben es warm gemacht. Ach so, okay. Ja. Weil das sieht ein bisschen klein aus, der Platz. Das Spanferkel. Das Spanferkel. Ein Eintopf. Ja. So. Cool. Ja, sehr hübsch. Gehen wir da hin nochmal auf die Ecke. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Falls wir uns nicht mehr sehen, kommt gut heim. Ja, ihr auch. Beim ja. Ja. Mal gucken. Was kostet denn so viel eigentlich auf Preis nach Ausstattung? Ja, jetzt gucken wir doch auch noch mal in die Emmy rein. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr hübsches und schön designtes Tiny House. Kommt mit. Mit der Ecke und so. Das ist schon richtig cool. Wow, das ist echt schicki. Ja, sehr schönes Tiny House. Also das hier gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Hier schläft man auch unterm Dach. Ja, ganz anders hier, ne? So ein bisschen Bauwagen-Flair hier mit der Dachrundung und hier oben hat man nochmal so ein Bett und da hat man noch ein anderes Bett und unter dem Schlafbereich befindet sich hier dann das Klo und die Dusche, holzvertiefelt, auch sehr spannendes Detail. Na, und hier ein bisschen Liebe ins Detail mit diesen kleinen Knöpfchen. Wirkt auch sehr, sehr gemütlich, dieses Tiny House. Ja, hier auch jetzt quasi mit der reinschiebbaren Treppe und dann muss man hier einmal hochlaufen und hat hier das zweite Bett. Wobei, seht ihr da hinten auch schon wieder die Feuchtigkeitsbildung am Fenster? Also auch hier scheint es ein kleines Feuchtigkeitsproblem in diesem Tiny House zu geben. Das war bei uns halt überhaupt nicht so. Na, Lotti? Ja. Willst du auch mal gucken? Ich muss schon mal. Ja, sieht ganz anders aus, ne? Ja, und da oben ist auch noch ein Bett. Ja, da oben ist auch ein Bett, genau. Wäre auch nicht schlecht da gewesen, ist ein ne? Bett, aber das ist auch neben der Küche so. Ja. Wie war das denn? Es ist ja auch ein alter Bauwagen, fällt mir gerade auf. Ja, ja. Weil ich stand drin und sagte, oh, es sieht aus wie ein alter Bauwagen, aber es ist in der Tat ein alter Bauwagen. Ja, ja, war ganz gemütlich, sieht halt aus wie ein alter Bauwagen. In, cool. Und auch vom Stil jetzt eher gemütlich und weniger durchdesignt. Aber kann man sich auch auf jeden Fall vorstellen. Ich habe eben die zwei Mädels gefragt, wahrscheinlich Mutter und Tochter, die hier gewohnt haben. Und die meinten auch, es war richtig schön, gemütlich. Zum Schlafen, raufklettern meinten die, da darf man nicht eingeschränkt sein. Das ist wohl ein bisschen sportlich, darauf zu kommen. Aber ansonsten war es alles gut. Das stimmt, aber das ist ja meistens bei den Tiny Häusern so, ne? Ja, ja, die Schlafzimmer sind meistens immer oben. Ja, genau, ja. Boah, cool. Und ich habe jetzt gerade mal gefragt, wir können auch noch mal in Moritz reingucken. Okay, hier mit so einer Kochinsel. Das ist natürlich sehr schick.
großes Badezimmer. Wow. Wir haben einen richtigen Palast hier gehabt. Ja, das Badezimmer war echt richtig groß. Was hat euch denn nicht gefallen? Also, die Schlafzimmer, da ist quasi ein Doppelbett und ein Hochbett. Das Hochbett hat schon gequetscht. Okay. Aber sonst fanden wir es eigentlich irgendwie schon. Sitzbänke hätten uns schon bequemer sein können, nur gerade bei so Wetter schon aufgeregt. Ah, ja. Und sind das hier die Infrarotheizung? Ja. Ja, ne? Fußbodenheizung habt ihr nicht gehabt hier, ne? Bad. Im Bad, okay. Ich hab nur ein Bad. Cool, vielen Dank. Sehr gerne. Ach verdammt, heute sollte es eigentlich Sonnenschein geben und jetzt regnet und nieselt es hier. Naja, wir Hamburger lieben das ja. Ja, Liquid Sunshine. Mhm. Nichtsdestotrotz hatten wir ein tolles Wochenende hier. Ja, auf also, jeden Fall. Mir hat es richtig gut gefallen. Dieses Gelände von Land of Green ist wirklich, wirklich schön, mitten im Wald. Ja. Die Positionierung dieser Tiny Häuser. Boah, ist doch cool, oder? Mit dem Blick hier hinten raus gerade. Also wir gucken direkt in den Wald, also zumindest vom Badfenster aus. Das ist sehr schön. Die anderen, ja, ein bisschen dicht stehen die da auf der anderen Seite, hat Marc euch schon gezeigt. Das stimmt. Aber wenn es jetzt hier nicht noch voller wird, und das wird es nicht, haben wir erfahren, also mehr Tiny Häuser werden hier auch nicht aufgestellt, dann ist es sehr, sehr schön. Und im Sommer kann man hier noch mehr machen. Kanu fahren, wandern. Ja, und es war jetzt schon toll. Ich meine, wir hatten gestern Abend 4 Grad. Es war kalt und trotz alledem haben wir alle versammelt da vorne beim Kiosk gestanden, ein Bier getrunken, uns unterhalten, über Gott und die Welt geschnackt. Es war halt einfach toll. Ja, es sind einfach ein paar Leute zusammengekommen, die Bock hatten, hier so ein bisschen sich auszutauschen. Und man hat gemerkt, ne, die Leute sind alle irgendwie so auf einem Schlag. Und denen hat das auch gefallen, nicht nur in ihren Hütten alleine zu sitzen, sondern sich auch so ein bisschen auszutauschen, kennenzulernen. Und wenn man so einen Kiosk hat, ne, so einen Treffpunkt, dann funktioniert das auch richtig gut. Absolut. Und hier hat man natürlich auch so auf dem ganzen Gelände noch Möglichkeiten, sich einfach mal hinzusetzen und vielleicht auch da sein, Kaffee zu trinken. Auch gerade hier diese ganzen Außenbereiche mit der Veranda, ne, mit den Sitzmöglichkeiten, das haben die schon echt gut gemacht hier, muss man sagen. Ja, ja. Und die Natascha, die hier so ein bisschen für Ordnung sorgt auf dem Platz und das Ganze so ein bisschen managt, wenn die Inhaber nicht da sind. Also die macht auch einen richtig tollen Job, richtig nett. Hat uns hier gut bewirtet, also hat uns extrem gut gefallen. Absolut. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Natascha, auch an deine Tochter. Genau, passt hervorragend hierher, ist auf jeden Fall eine Type. Ja, genau. Sehr, sehr cool. Ja, und was uns auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist der Karl. Muss man mal so sagen. Ja. Ja, wir sind reingekommen, Fußbodenheizung. Yeah. Ich war letztes Mal so begeistert von der Infrarotheizung, aber nein, Fußbodenheizung, das ist viel, viel schöner, viel, viel besser. Ja. Wir hatten im ganzen Haus hier keine Feuchtigkeitsbildung. Nee. Es ist eine angenehme Wärme drin gewesen. Ja. Und der einzige Punkt, was wir uns gewünscht hätten, wäre eine Kombination aus beiden Tiny-Häusern. Vielleicht ist es deswegen auch ganz gut gewesen, dass wir uns beide angeguckt haben. Auf jeden Fall. Denn was uns ein bisschen besser im Harz gefallen hat, waren die Materialitäten. Das Raumklima, Leute, also unterschätzt das nicht, ne? Ja. Hier sind so eine Platten verbaut worden, also sie sind auch ein bisschen schmutzanfällig, anderes Thema. Aber den ersten Morgen bin ich aufgewacht und es war alles trocken und ne, also man konnte ja dann Fenster aufmachen, aber das ist mit Holz schon eine andere Nummer, ne? Ja, wenn du komplett Holz hinein hast. Das riecht so richtig genial. Ne? Genau, also das hat uns im Harz besser gefallen. Hier hat man sich für andere Materialien entschieden. Genau, dafür ist hier der Grundriss viel besser. Viel besser. Mhm. Also allein jetzt für 3 Leute, das Schlafen oben mit einem Doppelbett und einem Einzelbett mit diesen süßen kleinen Kojen. Ja. Also das extra ist wirklich gemütlich und toll gemacht. Und ich finde es total wichtig, dass man Ablagemöglichkeiten hat, Stauflächen, sowohl in der Küche als im Wohnraum, als auch oben beim Schlafen. Hatte man immer Möglichkeiten, Sachen irgendwo mal hinzustecken, abzulegen. Also das ist ein Muss, ne? Also weil ich reise jetzt nicht nur wie du mit einer Unterhose. Ja, und selbst die könnte ich hier an Haken hängen. Also es ist echt richtig, richtig durchdacht. Ja. Mit Liebe ins Detail, mit, habe ich auch noch nicht gesehen, diesen Steckdosenradius, die du sowohl in der Küche als auch im Bad hast. Ja, stimmt, das war cool. Also, ja.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist allerdings noch nicht unser Haus, in dem wir uns ein Leben vorstellen könnten, oder? Nee. Also das ist immer noch zu klein. Also in so einer Wohnbox, wir drei, sehe ich uns nicht. Ehrlich nicht. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter gucken. Ja, oder vielleicht fehlt da auch noch so der Kniff. Oder wir haben uns genähert. Also wir steigern uns langsam, würde ich sagen. Ja. Und vielleicht ist das ja auch ein guter Punkt, um weiterzumachen, um nochmal weitere Tiny-Häuser anzugucken, um nochmal zu gucken, hey, kann es vielleicht sogar noch ein bisschen besser sein? Das nächste suche ich aber aus. Alles klar, los geht's. Ach so, wer es noch nicht gemacht hat, ne? Kanal abonnieren und haltet die Ohren steif, macht es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss. Abonniert den Karl. Hä? Abonniert den Karl. Ja. Ihr erinnert euch.